Geht's dir gut? Ich hab gedacht, du wärst am Einfahren. Oder kann ich auch so noch auf die Eigen? Was jetzt nur sehr öffentlich wird. Meine Herren, der macht da auch Rabatz hier. Komm, ich hol ihn aber trotzdem. Achtung, ich kaputt machen, ich kaputt machen. Ja! Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer zweiten kleinen Runde Pal World angezockt. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber wir schauen heute noch mal ein bisschen weiter rein. Wir haben uns das Ganze schon ein wenig angeschaut und ich bin wirklich noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Es sieht irgendwie alles sehr süß und sehr niedlich aus, sehr stimmungsvoll. Die kleinen Wesen, die unglaublich an Pokémon erinnern, das ist interessant. Wahnsinn. Wir machen ein bisschen weiter und gucken, dass wir das Tutorial zumindest einmal komplett durchmachen. Und dann schauen wir weiter, ob euch das interessiert, ob mich das interessiert und ob wir weitermachen wollen mit Palworld. So, ich gehe nochmal kurz an die Werkbank, weil mir war so, als könnten wir irgendwann einen Bogen bauen. Wir brauchen dafür nur ein bisschen Holz. Entschuldigung. Und das würde ich sagen, holen wir uns. Wir holen uns einmal Holz, bauen uns einen Bogen und dann können wir bei Gelegenheit jetzt, bei nächster Gelegenheit, mal mit Fernkampfwaffen so ein bisschen testen. Weil warum sollen wir immer mit unserer Axt auf die lieben Kleinen einrichten? Das muss ja nicht sein. So, komm. Schnauf mal ein bisschen durch. Und dann hau rein, meine Lieben. Wir brauchen Holz. Holz, wir brauchen Holz. Ich und mein Holz. Holz. Komm. Haben wir genug? Ich gehe nochmal gucken, ob das reicht. Ob das denn dann reicht. Da ist unsere Werkbank. Schauen wir mal nach. Jawohl. Wir können dann zumindest den Bogen schon mal bauen. Und kommt dran, ihr lieben Pals. Ihr Palsemods. Und dann helfen wir mal beim Bauen. Wir haben 4 und helfen tut mir nur einer. Was ist denn da los bei euch? So, und wir brauchen natürlich auch für die Pfeile, Pfeile brauchen wir natürlich auch Holz. Schau mal da. Ach, da liegt der Arme. Oje, ist ganz K.O. Völlig plattgeschlagen. Kann man nicht mal irgendwo anders hier hinrollen? Das macht mich traurig, wenn du hier so rumliegst. Hui. Entschuldigung. Auch hier haben wir ein bisschen Physik am Start. Wir haben einen Waffenbruch. Welche Waffe ist denn kaputt? Das ist die Axt. Das ist ein Waffenbruch. Okay, tatsächlich, ich glaube, die Axt ist kaputt. Ich kriege zwar noch was raus, aber irgendwie nicht mehr so viel. Schauen wir mal, ob wir das Ganze nicht auch reparieren können. Ich hatte doch hier in den Punkten, Technologiepunkten, gesehen, es gibt eine Reparaturbank, die haben wir sogar schon. Wir bauen uns mal ein Reparaturset, wir bauen uns ein Speer. Wir haben schon wieder so viele Punkte. Eine Alarmglocke. Eine Glocke, mit der du die Alarmbereitschaft der Pals im Lager ändern kannst. Lege jederzeit fest, ob deine Pals bei einem Angriff Eindringlinge zurückschlagen oder sich auf die Arbeit konzentrieren sollen. Ja komm, lern mal. Finde ich nicht schlecht. Ein Schlingen... Oh, wir können auch Fallen bauen. Läuft ein Pal durch, wird er festgesetzt, nur für kleine Pals und Menschen. Witzig, witzig. Mit Hilfe von Aldium-Technologie hergestellter mysteriöser Schild regeneriert sich automatisch, nachdem er eine Zeit lang keinen Schaden nimmt. Ist das ein Schild für mich oder für unser Dorf? Bin ich gespannt. Weiß ich gerade nicht. Aber ich möchte jetzt ganz gerne einmal kurz die Reparaturbank bauen und wir haben schon wieder kein Holz. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir uns zumindest eine neue Axt bauen können. Auch dafür fehlt uns ein Holz. Na, dann geh mal los, dann holen wir uns doch lieber mal ein Holz für die Axt, bevor wir uns so viel holen. Da kommt ja wirklich halt nicht mehr viel bei rum. Dann bauen wir uns eben schnell die nächste Axt und schmeißen die andere kaputt ins Lager. So, ist in Ordnung. Und vielleicht hilft mir einer von euch. Dankeschön. So, ich hatte doch irgendwo die Kiste gestellt. Ist das meine Kiste da, auf der du rumsitzt? Hallo? Level 5? Meiner? Gehört doch zu mir, oder? So, wir gehen mal ran. Das ist auf jeden Fall meine Kiste. Und ich packe die kaputte Axt auf jeden Fall mal weg. Kann ich eigentlich das Fleisch auch braten? Interessant. Müsste man mal ausprobieren. So, aber ich denke, jetzt haben wir nicht genügend Holz und wir haben auch nicht genügend Stein. Habe ich jetzt die ganze Axt weggepackt? Na, das wäre ja mal wieder typisch. So, Achtung. Genau, das ist die ganze Axt.
Und hier in der Ausrüstung ist die kaputte. Sehr schön. Okay. Man muss alles mal gesehen haben, damit man weiß, wie man es macht. So, packt das kaputte Ding weg und dann holen wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz. Holz. Da unten ist auch wieder ein Palladium vorkommen. Ich spreche es mittlerweile sogar richtig aus, Leute. Palladium. Nicht Palladium, Palladium. Mit F haben wir einen flauschigen Schild. Was ist denn das? Okay. Ach so. Jetzt kann ich dich als Schutzschild benutzen. Warum? Sammle ich euch immer ein, oder was? Ich möchte doch kein Schaf als Schutzschild nehmen, wenn ich kämpfe. Interessant. Scheint aber so irgendwie eure Fähigkeit zu sein. Mein Pal ist hungrig. Warum ist denn mein Pal hungrig? Hatte ich nicht so einen Futtertrog gebaut? Oder brauchen wir noch einen? Hier war gerade so, als würde es hier anfangen zu regnen. Oh, hallo. Dinosom. Na, wie geht's dir? Lass mich bloß in Ruhe. So, hier haben wir einen Futtertrog. Vielleicht reicht ein Futtertrog nicht für alle. Dann sollten wir mal schauen, ob wir eventuell noch einen bauen können. Guck mal, da kommen sie alle zum Bau. Wenn es ums Essen geht, seid ihr alle am Start, oder was? Ihr seid mir einfach. Aber es ist immer noch ein paar hungrig. Ich guck mal kurz ins Inventar. So. Ich kann aber nur das Paar hier füttern und mich selber. War es das jetzt? Nö. Es ist immer noch eins hungrig. Wir müssen noch einen Bärengarten bauen, sich gerade. So, setze ein paar für Arbeit im Lager ein, haben wir gemacht. Baue Lagerfeuer, baue Bärengarten. Schau mal, wo ist denn der Bärengarten? Verteidigung? Ist nicht. Oder muss ich das erstmal freischalten? Wahrscheinlich ist das eine Technologie, die wir noch nicht haben. Bärengarten. Dann schalten wir dich mal frei. Eine Nase. Viehfarm, eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weisen der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Ja, wie schön ist das denn? Hier kannst du leckere Beeren anbauen. Für die Arbeit benötigt man Pals, die Aussaat, Bewässerung und Sammeln beherrschen. Coole Sache. Wir bräuchten auf jeden Fall noch ein paar Steine, aber Steine müssten wir noch in der Kiste haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich schau mal gerade zumindest ein paar. Vielleicht reicht es ja schon. Der Bärengarten. Wir brauchen 20 Steine. Ja, dann wird es mal Zeit, dass du dir ein paar klopfst hier. So. Noch 5 Stück und dann haben wir's. Ich glaube, wir bauen mal ein bisschen mehr. Dann haben wir ein paar Steine auf Reserve. Atmen mal gut durch. So, dann bauen wir jetzt einmal den Bärengarten. Und ich überlege gerade, können wir den denn mal platzieren. Wie wäre es denn so mit hier? Dann habt ihr nicht so einen weiten Weg zur Arbeit. So, aber welches von euch Pals ist denn hungrig, bitte? Ja, dann sehen wir was aus. Aber ich fände es ja eigentlich gut, wenn die Pals das machen. Kann das sein, dass wir das auch über diese Pal-Box hier machen, mit der Pal-Verwaltung? Wir haben aber nur Pals im Lager. Ich habe ein Lambert. Und wer von euch ist denn hungrig? Oh, guck mal, der ist hungrig. Komm, ich nehme dich mal raus. Pack dich mal rein. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich dich mal ein bisschen füttern. So von Hand, wenn es denn... du dir selbst Sticks holst aus dem Trog. Oder brauche ich wirklich pro Pal ein Trog? Können wir ja mal probieren. Ein Trog für Palfutter. Hungrige Pals können sich hier satt essen. Achte darauf, dass immer genügend Futter da ist. Okay. Muss ich jetzt was reinpacken? Guck mal da. Wir haben gar kein Futter drin. Kein Wunder, dass die Hunger haben. Bärensamen? Ich glaube nicht, dass die Pals Lammballfleisch essen. Aber wir haben jetzt hier ein paar Garten, dann können wir mal was anbauen. Also ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen gegrilltes Kebab. Jawohl, komm. Komm mal rein, wir machen alles, was wir können. Dann essen wir das Kebab und die Lammballs und die Kuchen. Tiere hier können dann die Beeren fangen. Sehr schön.
Also das finde ich, sieht ganz cool aus, ne? Weil es braten, achte drauf. Schön schwenken und dann werfen. Super. Grimba, du bist die beste Köchin, die es gibt. Du kannst eine Pfahlbox verbessern. Okay, wir haben da wieder ein Etappenziel erreicht. So, verbessern. Ja, genau, verbessern. Baupal-Ausrüstungswerkbank. Baustatue der Kraft. Ja, müssen wir doch sicherlich auch wieder freischalten erst. Technologie. Gegenstand. Gleitschirm. Guck mal hier, da jetzt wird's aber Zelda. Pal-Ausrüstungswerkstatt. Kann ich noch gar nicht freischalten. Und wir brauchen die Statue der Kraft. Können wir auch noch gar nicht freischalten. Wir brauchen 2 Punkte. Damit du. Ich denke mal, wir brauchen Palladium, Bruchstücke und Holz, damit wir das überhaupt erst freischalten können. Kann das sein? Leute, ich habe das Gefühl, dass dies ein unglaublich griniges Spiel ist. Irgendwie, keine Ahnung, kommt mir das so vor. Weiß nicht wieso, aber das Gefühl beschleicht mich. Aber ist in Ordnung, dann grinden wir es halt mal. Du Süßer, dass du hier rumrennst und unbedingt von mir gefangen werden willst. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. So, ich gehe nochmal Beeren sammeln, damit wir den Pals noch ein bisschen was in die Kisten packen können. Nicht, dass die uns verhungern. Es gibt Beeren, es gibt Samen. Super, dann können wir die Samen auch zum Anpflanzen wieder benutzen. Das wäre schön. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie lange wir uns hier in dem Gebiet aufhalten und wann wir weiterziehen dürfen. Oder wann wir weiterziehen müssen. Oder wollen. Oder überhaupt. Weil die Karte ist ja doch schon gewaltig groß, wenn ich das so sehe. Und wir sind immer noch hier unten, Ebene des Aufbruchs. Ich denke, wir werden früher oder später werden wir weiterziehen müssen. Oder wollen, oder überhaupt. Ob uns das Spiel automatisch hier fortjagt, wenn wir das Tutorial geschafft haben? Keine Ahnung, bin ich mal sehr gespannt. So, hol dir Holz, wir brauchen jede Menge. Wir müssen noch 30 Pals fangen, auch das noch. Ich muss uns auch noch... Moment, ich guck mal nach. Den Bogen hatte ich schon gebaut, aber Pfeile fehlen uns noch. Richtig. Ich wollte mir noch ein paar Pfeile bauen. Leute, es gibt hier so viel zu tun. Ich würde auch ganz gerne an der Basis so ein bisschen schrauben. Es wird auch schon mal so ein bisschen was Schickeres haben. Oh je, da sind wir überladen. Aber ich habe ja gelernt, mit einem Rechtsklick, nee, mit einem Links. Hallo? Ach, schaut mal da, wenn ich String-Klick mache. Dann kann ich einzelne Sachen rausnehmen. Abwerfen. Nicht entsorgen, einfach nur abwerfen. Wir müssen noch 3 Kilo loswerden. Aber ich denke, 3 abwerfen. Jawohl. Das reicht und dann können wir auch wieder rennen. Man sollte nicht so schwer beladen durch die Gegend rennen. Und es wird auch schon wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Kativa. Bevor wir schlafen gehen, holen wir uns aber... Moment. Ja, wir haben eine Kugel. Hey, bleib hier. Ich will dir nur eins auf die Nuss geben, damit ich dich einfangen kann, du Lieber. Aber komm, Katzi. Oh, jetzt habe ich beide angeschlagen. Achtung, aufgepasst. Aber auch mal so ein Katzenfee. Und ein Schaf nehmen wir es auch noch mit. So einfach, weil es gerade angeschlagen war. Upi. Nehmen wir mit. Wir brauchen ja noch jede Menge. Leute, wir haben 8 Stück gefangen. So. Und dann bin ich mal gespannt. Die haben ja auch alle unterschiedliche Fähigkeiten anscheinend. Mein Kebab sollten wir auch mal mitnehmen. So, es wird langsam dunkel. Ich glaube, wir legen uns ins Bett, bevor es wieder kalt wird. Gute Nacht. Guten Morgen. Na, ihr Lieben, habt ihr gut geschlafen? Oh, wie groß bist denn du geworden? Hallo? Lamba Level 4, was ist denn mit dir los? Bist du meins? Ich gehe mal kurz in die Verwaltung. Die haben sogar einmal Level 5. Kommt dich nämlich mit. So, dafür geht Katzi dann hier ins Lager. Dann schauen wir einmal kurz nach. Was kannst du denn? So, die Schafe können... Ich wollte eigentlich über die Statis mal drüber gehen, um zu gucken, was ihr so könnt. Kann ich mir gar nicht angucken.
kann ich jetzt nur anhand der Symbole sehen. Handsymbol, bauen, okay, die Schafe können bauen und die Katze kann Feldarbeit. Interessant. Dann packe ich mal beide Katzen hier rein. Vielleicht kümmern sich die Katzen dann automatisch darum. Was ist denn da los? Ach, guck mal, die bauen hier Material ab, die kloppen jetzt rein. Macht ihr das für mich? Sammelt ihr das auch ein? Interessant, ich bin schon wieder überladen, Leute. So, jetzt schauen wir mal gerade mal. Was brauchen wir denn für die nächste, fürs nächste Upgrade? So, eben genau, wir brauchen die Pal-Ausrüstungsbank und die Statue der Kraft. Und die muss ich ja erstmal freischalten, wenn ich das richtig sehe. So. Wir brauchen Palladium. Palladium! Ich mache erstmal die Taschen leer. Wer macht mir denn hier die Taschen so voll? Habe ich das selbst gemacht. Lammball hat rote Beeren gegessen. Sehr schön, dass du dich selbst bedienst. Das Holz erstmal hier raus. Das ist alles zu schwer, Leute. Ich habe auch noch ein paar rote Beeren. Und die packen. Meine Güte, rennt hier ein Riesenschaf rum. Wie groß werden die denn? So, packen wir hier mal ein paar Beeren rein. Und ich würde sagen, auch hier. Ich packe die anderen Beeren hier rein. Das kann ja nicht schaden. Ativa gönnt sich ein Päuschen. Ja, mach halt ruhig mal. Ich sag kein Problem. Kann ich sehr gern tun. Aber ich brauche, genau, ich brauche. Palladium. Wir brauchen Palladium. Da vorne sind, glaube ich, zwei Formen. Wir haben Bogen, aber wir haben. Renn doch mal ein bisschen schneller. Ich habe ungenutzte Statuspunkte. Macht das deswegen jetzt die ganze Zeit so ein Geräusch, weil wir Statuspunkte vergeben sollen? Ich gehe mal kurz rein. Technologie. Statuspunkte. Wir können. Ne, die FIFA wollte ich erstmal noch nicht machen. Ich wollte ganz gern. Ja, da brauche ich halt noch ein bisschen was für. 6. Aha. Neutral. Kommt auf abschüssigen Wegen leicht zu rollen, weil ihm dann beschwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt, steht es ganz unten in der Nahrungskette. Okay, ist das Einwasser. Gibt sich extrem selbstbewusst, ist in Wahrheit aber ein feiger Schwächling. Von einem Kativa nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Und dann haben wir noch den Chipkey, aber den Chipkey haben wir noch nicht. Wir haben noch nichts zu sagen. Fangen wir uns gleich auf jeden Fall auch mal ein. Haben wir denn noch ein paar von den Hügelchen? Ja, haben wir 4 Stück. Da steht's doch. 4 Palsphären haben wir auf Lager. Wir holen uns mal ein paar Palbruchstücke. Wir brauchen jede Menge davon. Leute, das Spiel ist wirklich so grindy. Irre. So, da leuchtet noch eins. Ist das Geräusch, ne? Ich hab so ein kleines. Bist du das? Ich glaube, du machst das Geräusch. Du hast auch ein Fragezeichen bekommen. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ich würde dir am liebsten sagen, bleib mal hier und renn mir nicht hinterher. Macht mich ja gleich ein bisschen kirre, das Geräusch. Und da oben höre ich, als die Steine kloppen. Sehr interessant. Ich finde, das ist ein Spiel. Aber irgendwie niedlich. So, die zertrümmern hier einfach mal alles. Ist in Ordnung. Komm, ich sammle das Zeug mal ein. Wahrscheinlich bin ich dann direkt wie überladen. Nein, sind wir nicht. Kali bringt auch selber das Zeug ins Lager. Ach, wie cool. Aber es ist ja wirklich ein Spiel für Leute, die nicht alles immer selber machen wollen. Also, prinzipiell genau für mich. Da bin ich ja genau richtig hier. So. Noch mehr Palladium, bitte. Wir brauchen einiges. Wir brauchen Palladium, Leute. Leute, wie die Zeit vergeht bei diesem Spiel. Das ist echt irre. So, komm. Klopf nochmal drauf. Aber wir sind jetzt schon wirklich, ich bin jetzt fast schon über einer Stunde hier dran. Und wir sind immer noch im Tutorial. Sehr komplexes Spiel, dass man hier so lange lernt. Achtung, ich muss dir unbedingt halt auf die Nuss geben, du liebes Chipki. Oh, ich kann hier im Wasser nicht kämpfen. Ja, dann komm raus. Komm mal hier hoch. Komm, Chipki. Nein, mach es nicht kaputt. Ach, ihr könnt da nicht rein, wenn es im Wasser ist oder was. Kriegen wir das irgendwie da raus? Oh nein! Ihr habt es kaputt gemacht!
die blöden Säcke. Mann, ich wollte es fangen. Na gut. Dann hole ich mir noch ein paar Steine. Und hole mir später einen Chipkey. Ich hätte es gern für mein Paldex. Nicht Pokédex. Für mein Paldex hätte ich es gern. Das Wasser hört sich gut an. Also die Grafik ist auch nett gemacht. Muss man sagen, es ist schon niedlich. Aber absolut kein Vergleich mit Entsprouted. Das sage ich mal gleich. Ich habe einen Waffenbruch. Merkst du es eigentlich nicht mehr? Du hast einen Waffenbruch. Hast deine spitze Hacke schon wieder kaputt gemacht. Und er transportiert Steine. Ich glaube, ich muss auch noch eine neue Kiste bauen. Die eine Kiste, die reicht doch nie und nimmer. Haben wir denn noch genügend Holz? Ja, komm, wir bauen da mal noch ein Kistchen daneben. So, dann ist das hier erstmal so ein bisschen unser Lager. Ist zwar alles noch nicht schön, aber... Jetzt ist halt nichts, ne? Also ich denke, wir machen dann später. Das ist ein kleiner, süßer Eddie-Banz. Uiuiui. Was wollte ich denn jetzt noch gebaut haben, Leute? Falls sie kein Bett haben, bekommt schlechte Laune. Ja, wir brauchen schon wieder ein Palbett. So sieht's aus. Man ist echt die ganze Zeit nur dran, hier irgendwas zu basteln. Da bin ich ja mal gespannt, ob man später wirklich auch richtig große Bahnen hier gebaut hat. Also so ein roter Pal hat Hunger. Ja, dann ist doch was. Guck mal, da geht's hin und holt sich Beeren. Die auch selbstständig die Sachen mit Beeren auffüllen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Aussaat sehen? Ja komm, sehen wir was. Wenn es die Pokémon nicht machen, die Pokémon, sage ich schon wieder. Wenn es die Pals nicht machen. Dann mach doch fertig. Rote Beeren. Arbeitsphase Aussaat. Muss ich jetzt wirklich hier stehen, bis das Ding voll ist? Also das ist wirklich was für Leute, die sonst nichts Besseres zu tun haben, oder? Dann kann man da nicht einmal drauf drücken, man hat gesät. Muss man gießen. Schön, Arbeitsphase gießen. Also ich möchte, dass das ein Pal übernimmt, Leute. Ganz ehrlich. Das möchte ich nicht selber machen. Du hast Hunger, geh, was essen. Kann nicht einer von euch sich darum kümmern? Ich muss noch mal kurz hier in die Verwaltung. So, als im Lager. Ich würde ganz gerne... Also ihr könnt doch hier so mit Landwirtschaft, oder? Oder sehe ich das falsch? Wahrscheinlich brauchen wir noch ein anderes Paar. Ich gehe mal los und hole uns welche. Aber erstmal holen wir uns die Reparaturstation. Die wollte ich ja auch noch gebaut haben. Reparaturbank bauen wir. So, bitte schon einmal daneben. Vielleicht kommt auch irgendeiner und hilft mir. Das wäre sehr nett von euch. Ach, kommen sie alle eingerannt. Also irgendwie ist das schon cool gemacht. Ich finde es niedlich, Leute. Sagt mir bitte gerne, was ihr von uns leidet. Und was ihr dazu sagt. So, würde mich sehr interessieren. Ich kann es reparieren. Geht das sofort? Ist klar, ist instant repariert. Und du, dickes kleines Möpschen? Bist du eigentlich jetzt meiner oder bist du nicht meiner? Anscheinend bist du nicht meiner. Oder? Ach gut, der spuckt Feuer. Was ist mit dir, Alter? Geht's dir gut? Ich hab gedacht, du wärst mein Paar. Oder kann ich auch so noch auf die Reihe gehen? Das ist jetzt sehr unendlich wieder. Meine Herren, der macht aber auch Rabatz hier. Komm, ich hole ihn aber trotzdem. Achtung, ich kaputt machen, ich kaputt machen. Ja! Neben. Oh! Mann, das trifft man ja gar nicht. Ja toll, ihr habt's kaputt gemacht. Leute, ich sollte nicht da kämpfen, wo meine Pals sind. Also nicht an der Basis. Das ist irgendwie keine gute Idee, muss ich gerade feststellen. Wir gehen aber jetzt einfach nochmal durch. Ich wollte... Ach nee, Moment, das war ja erst noch das Freischalten. Haben wir denn jetzt mittlerweile schon genug, um uns die zu bauen? Jawohl. Die Ausrüstungsbank können wir machen. Ich würde aber auch mal ganz gerne noch so ein kleines bisschen hier
an der Base bauen. Wir haben nicht genug Holz. Nicht wahr? Wenn ich hier einen Bereich gebe, der zu nah an einem speziellen Bossbauwerk ist. Ist das euer Ernst? Wo ist denn hier ein Bossbauwerk? Und was zur Hölle ist ein Bossbauwerk? Muss ich das jetzt tatsächlich immer einzeln machen? Nicht im Ernst, oder? Warum muss ich jetzt jedes Mal hier so ein Element einzeln picken? Das ist ja ein bisschen doof, oder? Wir machen mal ein Fenster. Hier hätte ich eventuell gerne... Nee, die Türe machen wir mal nach hier. So ein bisschen, ganz bisschen mittig. Am Weg ist gut. Aber das ist schon ganz nett. So, dann bauen wir noch eine Wand. Hier bauen wir uns noch ein Fenster. Sehr schön. Und noch eine Wand. Also das Bauen an sich geht gut von der Hand. Kann man nicht sagen. So. Aber warum? Was ist jetzt das Bossbauwerk? Warum kann ich diese Ecke hier nicht benutzen? Und wenn ich diese Ecke schon nicht benutzen kann, kann ich das dann hier abbauen? Ja, scheint so. Okay, das kann ich wieder abbauen. Kriege ich Material zurück? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber dann bauen wir uns jetzt hier nochmal. Nur Holz von dran, so. Da, wo das Bett steht, bitte mit Blickschutz. Jetzt hätte ich hier gerne irgendwie eine kleine Rampe. Ja, ist eine kleine, ganz, ganz niedliche. Und ein paar... Aber, wie wäre es mit einem schrägen Holzdach so hier drauf? Hallo? Schräges Dach. Kannst du das irgendwie da oben dran machen, dass wir hier so ein Dach kriegen? Oder muss ich dafür einen Boden haben? Ernsthaft? Und das kann ich hier schon mal... Hallo? Das nennt man... Okay, Leute, mir schwant was. Wahrscheinlich. So, schaut mal. Muss ich erst so eine Ecke bauen und dann erst kann ich dieses Dachpart hier drauf. Hallo, ich hätte es gern hier so neben. Oder muss ich jetzt schon... Nee, kann doch nicht sein, oder? Wir machen das Ding hier mal ab. Vielleicht passt das auch einfach gerade nicht zusammen. Das nehmen wir mit. Ich hätte es schon gern irgendwie mit so einem spitzen Dach. Kriege ich irgendwie gar nicht runter das Dach. Das ist aber stabil. Und wir sind hungrig. Hatten wir uns nicht was gegrillt? Ach, haben wir. So, Grimba, iss mal ein bisschen. Und du vielleicht auch. Das ist echt kaum zu kriegen hier, das Dach. Sehr, sehr stabile Geschichte. Schade. Vielleicht ist das, wenn das schon zu lange steht. Aber ich hätte wirklich, wirklich gerne hier irgendwie ein schräges Dach dran. So, dass du hier halt... Schade. Schade, schade. Und auf der anderen Seite? Man, das steppt überall nur nicht da, wo ich es habe. So. Vielleicht von außen. Vielleicht checkst du es jetzt, wie ich es haben möchte. Na, ist nicht schön. Also hier könnte ich es hinbauen, ehrlich? Ist das dein Ernst? Hm, jetzt haben wir nicht mehr genügend Materialien. Kann ich dich jetzt wieder abbauen? Oder bist du jetzt auch so ultra stabil? Ne, das geht noch. Schade, das sieht ja schon nicht schlecht aus, aber irgendwie bin ich... Weiß ich nicht, also das ist noch nicht so ganz meins. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Ich muss noch mal kurz... Ich muss jetzt noch mal kurz schauen. Wir brauchen ja noch die Statue der Kraft. Können wir sogar schon freischalten. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, versuchen wir auch die einmal zu bauen. Statue der Kraft. Können wir schon bauen. Aber wo stelle ich dich am besten hin? Moment, ich muss einmal kurz noch mal lesen, was das Ding überhaupt kann. Technologien. Steht hier denn was dazu? Bringe ein Opfer da, um dich und deine Pals stärker zu machen. Na gut, dann würde ich sagen, dann kommst du halt irgendwo hier ins Dorfzentrum oder so. Ja, ich glaube, das ist so ganz schick. Mal machen. So, bitteschön alle am an der Statue treffen, Leute.
Wir bauen da was Schönes von. Sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Pokémon und Poketrainer. Ach, schön. Als Stärken. Hm, wie können wir das denn machen? Vielleicht dich mal? Pfeil verstärken. Okay. Ach so, ich muss aussuchen, was ich verstärken möchte und dann kann ich auf Erhöhen drücken. Ja, Arbeitstempo, ne? Würde ich sagen, machen wir mal. Was habe ich jetzt ausgegeben? Irgendwas? Opferpalseelen, um die Werte deines Pals zu verbessern. Und wie kommen wir an Palseelen? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein, jetzt läuft mein... Grimma, warum läuft es jetzt automatisch? Jetzt hier los. Fuck. Na toll, jetzt habe ich einen Bug und jetzt will meine Grimma nicht mehr aufhören zu laufen. Stalzes, hallo, hörst du auf? Warum ist denn das jetzt so? Ah, jetzt geht's wieder. Sehr interessant, was auch immer das gerade war. Sie wollte nur noch latschen. Sie wollte einfach nur noch loslaufen und nicht mehr stehen bleiben. Sehr interessant. So, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz zu unserer Statue. Unserer wirklich, wirklich schönen Statue. Die gefällt mir auch ziemlich gut. Gibt es eigentlich irgendwie hier so eine Art Motomodus oder? Nee, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schöne Statue. So, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Geschichte heute hier und heute. Wir beenden die Geschichte hier für heute, nicht hier und heute. Wir beenden die Geschichte hier für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst und damit meine Videos auch den Weg zu euch finden. Und ganz wichtig, kommentiert fleißig das Video und sagt mir, was ihr von diesem Spiel haltet. Sollen wir das weitermachen auf meinem Kanal oder lassen wir das irgendwo in der Vergessenheit versinken? Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bis dahin, euer Gameboy.